Also es war ein trister Winter, ein Winter, wo man sicher auch in einer Verkaufszone von einer Wallis Ski Card gesehen hat. Was kann er mir über die sagen? Also der Umsatz bei der Wallis Ski Card ist zurückgegangen. Und man muss das halt dort schauen, was ist das für ein Produkt, Wallis Ski Card. Wallis Ski Card ist eine Prepaid-Karte, wo man sich zum Beispiel kann 200 oder 500 Franken aufladen und kann mit denen in allen Gebieten vom Wallis Ski fahren. Gebraucht wird die Karte von Leuten, die wenig Ski fahren, aber die verschiedene Skigebiete besuchen. Das heisst, der Gast geht bei schönstem Wetter, bei bestem Verhältnis, geht er mit dieser Karte über Ski fahren. Und wenn man den letzten Winter anschaut, vom Wetter her miserabel, fast kein Wochenende, wo zwei schöne Tage drinnen waren, und im Zug und am Anfang kein Schnee in weiten Teilen des Wallis, dann ist das nachvollziehbar, dass das Produkt nicht so viel gebraucht worden ist wie in einem schönen Winter mit viel Schnee. Wie will man denn die Verkaufszahlen einen Brief tun, wenn jetzt der Winter, falls der Winter jetzt wieder nicht so gut ist? Also die Verkaufszahlen sind, wie gesagt, abhängig vom Winter. Das heisst von der Art des Winters, vom schönen Wetter, von der Schneelage. Die Verkaufszahlen gehen nach dem und wir können nicht einfach die Schraube drehen und sagen, jetzt gehen die Verkaufszahlen wieder rauf. Was wir machen im Moment, sind wir dran, ein digitales System zu suchen, wo wir die Karten können über Internet aufladen können, also über eine Shop-Lösung, wo man nachher dann über Internet die Karten aufladen kann, dass man nicht mehr an die Kasse oder Bergbahnen muss. Das wird sicher die Convenience von den Produkten ein bisschen verbessern, aber es wird das auch nicht gross den Verkauf beeinflussen. Der Verkauf ist abhängig vom Verlauf von Winter, Schnee. Ist es überhaupt noch sinnvoll, die Karte anzubieten? Oder hat man vielleicht schon andere Visionen oder Ideen im Kopf, die Leute in den Gebieten zu locken? Sehr wahrscheinlich bleibt das noch längere Zeit, weil das ist ein gutes Produkt, das dem Gast, der wenig Ski fährt, wirklich Möglichkeit gibt, ohne dass er eine Kasse muss irgendwo schlussendlich in der Zukunft, dass er sich das Skigebiet auswählen kann und hat eigentlich den Skipass im Sack. Auf der anderen Seite ist nachher der Snowpass-Wallis, was ein anderes Produkt ist. Das ist dann für einen Vielfahrer, für den, der viel auf der Ski ist und auch in verschiedenen Gebieten ist. Ich glaube, beide Produkte haben ihre Berechtigung. Neben den Produkten, die es gibt, lokal und regional, wie zum Beispiel der Oberwallis Skipass, der sich auch sehr gut entwickelt hat. Und im Unterwallis gibt es ähnliche Bestrebungen. Also von den Produkten her, glaube ich, werden die auch nicht. Ihr habt gerade vom Snowpass Wallis geredet. Letztes Jahr hat es ja geheißen, man kennt nicht zu wenig, man will das Konzept überarbeiten. Was gibt es jetzt alles? Was hat man da gemacht? Wir haben in der Werbung hat man das ein bisschen auseinandergenommen, ein bisschen getrennt, weil das Problem ist, dass unsere Gäste nicht unterscheiden zwischen einer Wallis-Ski-Card und einem Snowpass Wallis. Sie haben das nicht können differenzieren, obwohl der Name unterschiedlich ist, aber es ist eben so, dass das merkt man bei den Menschen, sie lesen nicht, bis man es nicht vor den Augen hat, wirklich. Und das ist ein bisschen das Problem. Und wir haben probiert, in der Kommunikation andere Wege zu gehen, dass wir das auseinandergehen können. Und auch die Werbung für die beiden Produkte ein bisschen differenziert und ein bisschen auch unabhängig voneinander gemacht. Und man muss das sehen, das eine ist ein Produkt für einen Wenigfahrer und das andere ein Produkt für einen Vielfahrer im Wallis. Und der Schritt, das in den Köpfen zu platzieren, das braucht ein paar Jahre. Und der Snowpass Wallis ist noch ein junges Kind, also das hat sich entwickelt. Und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Es wird nie, da bin ich überzeugt, im Wallis nie einen grossen Verkauf geben vom Snowpass. Aber es ist ein Angebot, das gebraucht wird von gewissen Leuten, die eben sich im ganzen Wallis bewegen. So wie es auch viele Leute gibt, die sich nur im Oberwallis bewegen. Und die sind mit einem Oberwallis-Skipass unterwegs. Vielleicht gibt es eines Tages sogar noch einen Unterwallis-Skipass.